Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda zu Wind Waker HD mit mir, dem Ameisenkönig. In dieser Folge werden wir noch uns weiter auf Portemonnaie umsehen, ja. Ihr denkt euch wahrscheinlich, dass wir nie wegkommen werden, aber keine Sorge, so viel gibt es auch nicht mehr zu sehen. Aber Portemonnaie ist halt einer der, ja, das Herz von The Wind Waker. Die Stadt, die immer, die dir als Held immer Zuflucht bietet, ohne dich irgendwie rauszuwerfen. Und ja, wie so ein sicherer Hafen ist das schon, für mich. Ja, oder sicher für alle Spieler. So, und jetzt haben wir das Problem, dass wir hier nur irgendwie am Tag hinkommen. Wenn wir auf dem Meer sind, dann wechselt das, also seht ihr später, das haben wir noch nicht so ganz gesehen, wechselt auch die Tageszeit. Nur wenn man sich auf einer Insel befindet, wo mehr halt Menschen sind, dann bleibt die Tageszeit erhalten sozusagen. Das können wir aber ändern, indem wir uns so einen kleinen Trick hier aneignen. Und zwar, ich kann nochmal den Tänzer ansprechen. Dieser magische Tanz, mit dem man den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag machen kann. Die Schritte weiß ich, aber der Rhythmus will mir einfach nicht einfallen. Er weiß da anscheinend irgendwas. Ich glaube, wir holen da mal unseren Rhythmusstab raus. Will er nicht? Cha-cha-bum. Cha-cha-bum. Oh ja. Genau das ist der Rhythmus. Na, dann kann's ja losgehen. Oh yeah. Probieren wir mal aus. Rechts, links, unten. Oh yeah, du hast die kleine Tag- und Nachtmusik erlernt. Wundervoll, ich kann mich wieder klar daran erinnern. Also dann, es werde Nacht. Yeah, yeah. Wow. Ha? Aber wie kann das sein? Wieso tut sich denn rein gar nichts? Wieso denn nur? Okay, das weiß ich auch nicht, mein Freund. Naja, probieren wir es mal mit unserem geilen Tanz. Ach ne, Moment. Upp, falsch. Rechts, links, unten. Und schwupp, es wurde Nacht. Warum nur? Warum tut sich nur nichts, wenn ich die Hüften schwinge? Was ist denn nur, das mir fehlt? Wahrscheinlich der Taktstock, aber ja, das ist Portemonnaie bei Nacht. Bei Nacht, oh, wo die kleinen Kinder eigentlich schlafen sollten. Terry! Terry ist wieder da, schnell zu Terry hin, bevor er abhaut. Und er auch eine Tingelflasche. Hat er uns auch mitgebracht. Oh, Terry. Terry ist für mich auch mal so ein sicherer Hafen. Oder ein sicheres Boot. Ein sicherer Verkäufer. Ein sicheres Geschäft. Wie auch immer. Hat ja gar nichts dabei. Was ist das denn? Hereinspaziert. Es ist mir jedes Mal eine Ehre. Wenn Sie etwas verkaufen wollen, einfach herzeigen. Ich kaufe es Ihnen ab. Oder wollen Sie vielleicht etwas kaufen? Ah, da gucken wir mal. Was hat denn der hier? Universalfutter. Das können wir eigentlich immer gut gebrauchen. Das muss ich haben. Thank you. Das ist mein Lieblingskunde. Damit haben Sie jetzt 7 Punkte gesammelt. Sammeln Sie 30 Punkte und werden Sie VIP-Kunde. Okay, ja, ja, mach's gut, Terry. Ach, Terry, so ein lieber Boy. Ein süß Boy. Und schups. Oh, nee, nicht geschafft, okay. Ja, Portemonnaie bei Nacht ist natürlich etwas bedrohlicher. Naja, nicht wirklich, aber... schon ein bisschen interessanter. Oh, da ist noch eine Tingelflasche. Oh, ich bin auf Tingelflaschenjagd. Schnell! Rollen, 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 schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ich finde es einfach nur so interessant, dass man während des Spielens so ganz kleine Nachrichten von anderen Leuten lesen kann. Das ist einfach eine super Idee. Ich wünsche allen da draußen viel Spaß beim Spielen. Grüße von Link und Medoli. Oh, wie süß. Wer spielt denn da so herrlich? Huh, wo ist das denn? Okay. Ich weiß schon, was das ist. Ja, kleine Notizen oder Infos, wo es demnächst noch hingehen wird. Aber egal, wir widmen uns jetzt mal was anderem. Ich kann ja nicht den ganzen Tag... Ich dachte schon, der Briefkasten wird sich bewegen. Halluzinationen! Oh.
können ja nicht den ganzen Tag hier rumstreunern und Tingelflaschen vorlesen. So, wir gehen mal hier runter. Denn dort gibt es so ein kleines Event, woran ich immer gerne teilnehme. Ah, dafür braucht man aber auch richtig Eier. Sind doch alle da? Oh nein, noch nicht. Also wie gesagt, hier geht wirklich die Post ab. Hier, also kleine Kinder, bitte geht hier nicht rein. Hier wird gestochen, also hier wird verprügelt, hier wird gebissen. Hier wird einfach fiese Tricks werden angewendet. Also es wird gleich hart zur Sache gehen. Ihr wisst natürlich noch nicht, worum es geht, oder? Guten Abend, guten Abend. Das Erdgeschoss dieses Hauses wird hier als Auktionshaus vermietet. Und auch heute gibt es natürlich wieder eine Auktion. Nun ja, Auktion klingt immer so hochgestochen. Es handelt sich schlicht und ergreifend um eine Versteigerung. Alle bieten einfach um einen Gegenstand, um die Wette. Und wer alle anderen und überbietet, ersteigert ihn dann auch. Und, habe ich dein Interesse geweckt? Kinder wie Erwachsene sind hier gleichermaßen willkommen. Möchtest du an der Auktion teilnehmen? Unbedingt! Verstehe, verstehe. Ach übrigens, jedwede Erklärung. Können wir uns ja wohl gänzlich sparen, oder? Aber mitnichten. Nein, für euch lasse ich mal eben hier das durchlaufen. Ich weiß eigentlich noch so ganz grob, wie es geht, aber naja, ist glaube ich auch besser, wenn ich mir das auch nochmal durchlese. Na schön, dann hör mir bitte zu. Sobald es losgeht, drücke A wie wild, um das Recht zu erhalten, ein Gebot zu machen. Bieten kannst du danach ebenfalls durch Drücken von A. So lädst du deinen Auktionsmeter, Auktiometer steht hier. Auktiometer, Auktionsmeter vielleicht eher. Auf und schaffst du somit, sobald der voll ist, die Chance auf ein Gebot. Bei einem Gebot geht es darum, wie viel du bereit bist, für das Exponat zu bezahlen. Natürlich hängt das aber nicht nur davon ab, wie viel du dir leisten willst, sondern wie viel du dir überhaupt leisten kannst. Natürlich lassen sich aber auch die anderen nicht lumpen und bieten fröhlich mit. Erhöht also jemand den Betrag, musst du damit kontern, indem du noch weiter erhöhst. Die ganze Prozedur wiederholt sich dann eine Weile und wer am Ende das höchste Gebot hatte, der ersteigert den Artikel. Das Zeitlimit beträgt eine Minute und merke dir, die verbleibende Restzeit wird nur angezeigt, wenn du selber ein Gebot machst. Hast du alles verstanden? Habe ich. Dann wollen wir endlich beginnen. Zeit ist Geld, Zeit ist Geld. Das gilt natürlich besonders bei einer Auktion. So, ja, das Ganze war ein bisschen undurchsichtig, aber machen ist wahrscheinlich besser als durchlesen beim Lernen. Oh, wir haben harte Konkurrenten hier. Seien Sie mir willkommen. Oh, was hat der für eine geile Frisur, stimmt. Hochgeschätzte Kunstscanner und Raritätensammler, die Sie sich auch heute Nacht wieder so zahlreich eingefunden haben. Ja, wieder einmal ist es Zeit für unsere Auktion. Welch kostbares Kleinod erwartet sie wohl heute Nacht? Ich muss gestehen, auch mir treibt die Spannung schon den Blutdruck in die Höhe. Also dann, das heutige Exponat ist... dieses welche? Das 7-Meilen-Segel. Was für eine Überraschung. Das ist gewiss kein Artikel, der einem alle Tage in die Hände fällt, meine Damen und Herren. Ja, und wenn ich das sage, dann können Sie mir das auch ruhig glauben. So, dann wollen wir mit der Auktion beginnen. Als Eröffnungspreis halte ich 100 Rubine für angemessen. Und... los! Oh Mann, okay, jetzt müssen wir erstmal ganz ruhig bleiben. So, eine Minute haben wir jetzt Zeit, wir gucken erstmal, was die anderen machen. Gorm, 103 Rubine! So, ganz langsam können wir schon mit A anfangen, die Leiste unten zu füllen. 106 Rubine! Aber wieso fängt das schon bei 100 an? Das ist ja mega kacke. Ja, mit dem Segel kann man schneller reisen, das ist das Geile. Aber wozu brauchen die das denn? Oh, wie Link hat geguckt hat. Müsst ihr mal drauf achten. Der hat eben gerade ziemlich fies geguckt. Ja, die brauchen das überhaupt nicht. Okay, er höchstens. Gorm bietet 112 Rubine, das ist das momentane Höchstgebot. Greifen Sie alle bitte noch ein wenig tiefer in Ihre Tasche, es lohnt sich. Das Geile ist natürlich an der Auktion, dass man hier... die Zeit nicht sieht. Das ist das Interessante, dass einem auch den Schweiß in den Nacken treibt. 123 Rubine! Ich fange mal ganz langsam an. Ich bin eigentlich immer einer, der wirklich alle flasht, indem ich das höchste Gebot kurz vor Schluss mache. Also so mache ich es auch immer bei eBay, ohne Scheiß. Greifen Sie alle bitte noch ein wenig tiefer in Ihre Taschen, es lohnt sich. Also mit der Technik... Oh, guck mal, wie Link jetzt gerade guckt. Linda, du willst mir das Segel wegkloppen? Wegklauen. Mit der Technik habe ich schon so viele Auktionen gewonnen.
133 Rubine. Ja, ich warte eigentlich drauf, dass, dass hier der mal die Zeit angibt. Denn wenn ich gleich höher biete, oder ziemlich hoch als alle anderen, dann kriegen die so einen Schwindelanfall, seht ihr gleich noch. Aber die bieten so schnell drauf. Langsam zur Neige zu gehen, okay. Okay, ja, 43. Ich muss mal langsam ein bisschen höher gehen. So. Na komm schon. Das Problem ist natürlich, dass... Oh, jetzt guckt Link aber fies. Dass meine Leiste sich auch automatisch weiter auffüllt. Oh Mann, hört mal auf zu bieten. Ich habe gleich kein Geld mehr, was ich bieten kann. 170 Rubine. Komm, ich will die Zeitansage haben. Oh Mann, wie hoch gehen die denn? Ist ja unmenschlich. Nein, ich kann die gleich nicht mehr überbieten. Okay, jetzt muss ich zuschlagen. Also das Problem ist, dass ich meine Technik immer so verwende, dass ich halt so viel drüber biete, dass die halt schwindelig wäre, dass die halt paralysiert sind. Aber das kann ich hier nicht machen. Ich kann dir nur 20 Rubine mehr bieten, oder 30 ungefähr. Aber ich probiere es mal. Einfach alles, was ich habe. Oh, Jason bietet 219 Rubine. Da sind die anderen erstmal buff. Grundgütiger, mit was für einem neureichen Bengel habe ich mich denn da angelegt? Genau das meine ich. Oh, ich habe es doch geschafft. Ja, 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 jetzt geht's aufs Maul. Die letzten 5 Sekunden sind angebrochen. Sind die Würfel also gefallen? Ist bereits alles entschieden? Oh ja, los, komm. Bleib da, los. Ja, komm, das ist mein Move, bitte. Ja, ja. Ja, ich hab's dort drauf. Oh, ich hatte schon Angst, dass ich nicht so hoch bieten konnte, dass hier das passiert. Genau. Und zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Das heutige Exponat, das 7-Meilen-Segel, geht an Jason für 219 Rubine. Ich muss schon sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, da darf man ruhig neidisch sein. Bam, 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 bam! Du hast das 7-Meilen-Segel erhalten. Ein Segel, das durch modernste Technik die Geschwindigkeit des Bootes erhöht. Außerdem wirst du den Wind immer im Rücken haben. Du musst nicht mehr in mühsamer Kleinarbeit die Windrichtung bestimmen. Kurze Seereisen garantiert. Ja, ja, so jung, aber du hast es schon so faustdick hinter den Ohren. Na, wenn du aber weiterhin so freigebig mit deinem Geld umgehst, endet das noch böse. Ach komm, nun gut. Sowohl die Freimütigen als auch die Knauserigen. Ich entlasse sie hiermit alle. Wie immer habe ich ihnen alle aufs Aufrichtige zu danken. Ich erlaube mir so dann, die heutige Auktion für beendet zu erklären. Meine Damen und Herren, gehaben Sie sich wohl. Oh Mann, ich bin so geil, jawohl. Ah, ja, das 7-Meilen-Segel. Von dem habe ich schon so viel gehört. Aber das ist ja jetzt erst hier nur mit der HD-Edition für die Wii U dazugekommen. Deswegen kann ich euch da noch nicht viel drüber sagen. Modernes Segel, das Windkraft hocheffizient in Geschwindigkeit umsetzt. Zudem hast du damit stets Rückenwind, drücke A zum Segel setzen, drücke erneut A, um noch schneller zu segeln. Oh Mann, das ist ja mal mega geil. Da gratuliere ich aber, diesmal habe ich mich wirklich überbieten lassen. Ja, also ohne Scheiß, wenn ihr das auch bei eBay macht, Leute, die lassen sich so schnell beeindrucken, wenn ganz plötzlich eine höhere Summe kommt als das, was vorher aufgetaucht ist. Dann könnt ihr Leute ziemlich schnell über das Ohr hauen. Nicht nur hier bei Wind Waker, wie gesagt auch bei eBay. Ohne Scheiß, probiert's mal aus. Ich sag mal, wenn ihr euch ein Spiel kauft, ja, Normalpreis, den man erwarten kann, also irgendwie so 5 Sekunden, bevor ihr, nee, so sagen wir mal 10 Sekunden. Nee, 15 Sekunden, würde ich sagen, bevor das Angebot endet. Da müsst ihr wirklich flink sein mit dem Eingeben und so. Das muss ich dazu bemerken. Gibt einfach irgendwie 5 oder 10 Euro mehr einer, so 5 bis 10% als das jeweilige Gesamtpreis, der jetzt schon da ist, oder das jeweilige Gebot, was ihr überbieten wollt, und dann ja, die Summe bieten, und dann denken sich die einigen, die dann
gerade noch irgendwie so einen Euro drüber bieten wollten über das vorige Gebot, denken sie, oh nein, oh fuck, jetzt, und dann sind die Sekunden auch schon wieder vorbei. So, ja, das ist meine Technik. Ich glaube, die habe ich auch durch The Wind Waker gelernt, ohne Scheiß. The Wind Waker hat mich erzogen. Oh Gott. Danke, Wind Waker. Jetzt weiß ich, wie man mit Geld umgeht. Okay, mit meinen 5 Rubinen, da habe ich irgendwie... ja, so gehe ich auch mit Geld um. ohne Scheiß. Aber egal. Ja, wir könnten noch mit dem Gorm reden. Ach nee, Gorm ist gar nicht hier. Hey, wer ist das denn? Hey, was macht ein kleines Kind wie du so noch so spät draußen? Sag bloß, du beobachtest auch leidenschaftlich gerne den Nachthimmel. Na dann komm hier rüber, hier kannst du noch besser sehen. Och, du bist ja ganz plötzlich nett. Guck mal, was kann man hier so sehen? Ich habe das größere Fernrohr. Hehe, wirklich einen schönen Mond haben wir heute Nacht, nicht wahr? Ach ja, wusstest du das schon? Jede Nacht verändert sich die Form des Mondes ein kleines bisschen. Aha, okay. Ich weiß nicht, aber der Anblick des Mondes ist doch irgendwie Balsam für die Seele. Findest du nicht auch? Oh ja, klar, wieso nicht? Ja, ist okay. So, wir sind jetzt auch schon bei 16 Minuten. Irgendwas habe ich sicher vergessen, was ich euch noch zeigen wollte. Ich glaube, ich weiß es auch gerade noch. Wenn ich schaffe, dann kann ich hier... Ah, jawohl. Geil. Hier hingehen. Ich weiß gar nicht, ob wir rein können. Doch, geht. Okay. Denn wir haben noch gar nicht mit dem reichen Schnösel geredet, der hier wohnt. Der wandert da vorne rum. Der ist eigentlich ziemlich traurig. Das ist das Interessante. Naja. Kann ich es wagen? Aber warum sollte nicht auch ein Junge wie du mir helfen können? Oder meine einzige Tochter, Felicitas, wurde nämlich in diese entsetzliche, verwunschene Bastion verschleppt und... Nun ja, ich habe schon Dutzende mit ihrer Rettung beauftragt, aber bisher hat es noch keiner vermocht, sie mir wiederzubringen. Meine kleine Felicitas ist mein wohlgehüteter Augapfel, meine über alles geliebte Tochter. Auch heute Nacht werde ich wohl vor Sorge und Kummer kein Auge zumachen. Einen kleinen Jungen wie dich damit zu beauftragen, dabei ist mir ehrlich gesagt auch nicht gerade besonders wohl in meiner Haut, aber... So dann, kannst du vielleicht meine Tochter für mich retten? Oh ja, klar, sicher kann ich das. Oho, sobald du sie errettet hast, werde ich dich natürlich fürstlich belohnen. Mit Geld werde ich dich überschütten, Junge. Ach was, ausgesorgt haben wirst du, jawohl. Oh ja, geil, das machen wir auf jeden Fall. Ja, übrigens, mein Erdgeschoss vermiete ich nachts sozusagen als Auktionshaus. Hohoho, möchtest du nicht auch mal dein Glück versuchen? Ja, eigentlich ist er ziemlich nett. Er ist halt ein bisschen schnöselig und scheiße drauf, wenn man seine Krüge platt macht, aber das wäre ich natürlich auch. Gibt's noch eine Auktion? Aua! Ich will nochmal. Freut mich, dich wieder begrüßen zu dürfen. Möchtest du an der Auktion teilnehmen? Oh, nicht wirklich. Ja, wir haben ja natürlich kein Geld mehr. Das ist das Problem momentan. Ich glaube, wir machen nochmal einmal kurz hier den Job von dem Typen beim Bombenladen. Und dann können wir uns auch wieder auf die Socken machen, oder? Ich denke mal, dann können wir uns ja wieder auf die Socken machen. Oh, Tingelflasche. Terry! Oh, wie süß. Nein, Quatsch. Oh. Manchmal sieht Terry wirklich ein bisschen unheilvoll aus oder ziemlich unheimlich, aber nun ja. So, ich sehe überall Tingelflaschen irgendwann. Die verfolgen einen, glaube ich, auch irgendwann. Der Typ, der schläft natürlich nachts, würde ich mal sagen. Deswegen... So. Jetzt hat er sicher einen Job für uns. Oh je, deine Geldsorgen stehen dir ja aber förmlich ins Gesicht geschrieben. Wenn du dich ein bisschen um meine Schweinchen kümmerst, springt auch ein kleines Taschengeld für dich raus. Na, was sagst du? Oh ja, klar, mach ich. Großartig. Dann erkläre ich dir mal, worum es geht. Meine 3 Schweinchen sind gerade irgendwo hier auf Auslauf, aber eines von ihnen bereitet mir heute irgendwie Kummer. Hat es vielleicht Hunger? Ist es vielleicht krank? Irgendwie kann ich nicht aufhören, mir ständig Sorgen um den Kleinen zu machen. Sei doch so gut und bring mir mein Baby. Wenn du ihn mir innerhalb von 2 Minuten bringst, sollst du ein kleines Taschengeld haben. Ein besonderes Merkmal? Naja, es stinkt ein wenig.
Meine Schweinchen sind echt mein Ein und Alles. Setz also bitte durch Drücken von ZR ganz behutsam neben mir ab. Setz es bitte so ab. Bist du bereit? Und hopp. In Ordnung, du hast genau 2 Minuten. Mach dich startklar. Und los. Oh nein, 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 oh nein. So, welches Schweinchen stinkt denn ein wenig? Das hier ganz sicher nicht. Man sieht das nämlich eigentlich direkt. Nein, oh nein, oh nein, oh nein. Stehen bleiben, stehen bleiben. Schweinchen. Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Nein, ah, oh, weg hier. Nein, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Oh Gott, dann gehen wir mal hier nach oben, denn da dürfte auch noch eins sein. Ich bin's vielleicht mal so. Aha, erwischt. Nee, das ist auch nicht. Dann war es doch das andere. Schweinchen, komm her. Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Nein, Schweinchen. Ah, ja, das ist es. Opa, wir haben es geschafft. So, mit ZR können wir das ablegen. Okay. Hui. Fabelhaft, Junge. Alle Achtung, dass du es von den anderen unterscheiden konntest. Genau das habe ich nämlich gemeint. Wie es aussieht, geht es ihm soweit ganz prächtig. Ich habe mir also ganz umsonst Sorgen gemacht. Jedenfalls danke, dass du ein wenig mit ihm gespielt hast. Die Belohnung hast du dir aber wirklich verdient. Streck deine Hand aus. Oh yeah, 20 Rubine. Oh. Der Kleine hat sich bestimmt auch über die kleine Sportanlage gefreut. Nochmals danke. Ja, danke für die 20 Rubine. Ich bin reich. Vielleicht kann ich euch auch mal kurz den Bombenladen zeigen, denn da waren wir noch überhaupt nicht drin. Aber der ist ziemlich uninteressant, da die Preise nicht so wirklich human sind. Ja, das ist gut ausgedrückt. Du bist hier im Bombenladen. Wenn du dich umsehen willst, mach das mit Hilfe von Stick, L-Stick. Na, Bomben 10 Stück, 10.000 Rubine. Na, ich glaube wirklich nicht, dass du dir die von deinem Taschengeld kaufen kannst. Jetzt sag mir aber bloß nicht, dass du dir das leisten kannst. Hahaha. Du willst es einfach nicht verstehen, oder? Das kannst du dir nicht leisten, du Lümmel. Und jetzt verschwinde. Kaufen. Pah, da reicht dein Geld wohl nicht ganz, was? Glaubst du etwa, ich verkaufe meine Bomben so einem Rotzlöffel ohne Geld? Tu mir den Gefallen und verlass endlich meinen Laden. Alter. Du bist echt ein Sack. Ja, deswegen gehe ich hier nicht gerne hin, weil er einfach nur total überteuert ist. Ja, kein Wunder, dass er hier so abseits wohnt mit seinen horrenden Preisen. Ja, und damit war es das hier eigentlich mit Portemonnaie für diesen Spielabschnitt, sag ich mal. In der nächsten Folge werden wir mal das 7-Meilen-Segel austesten. Oh, geil, dass ich das sofort hier bekommen habe. Damit können wir ja ziemlich schnell von dann segeln. Und dann brauche ich auch nicht so viel von den Segeleinlagen rausschneiden, weil ich bin ja immer so einer, der bei Let's Plays Sachen rausschneidet, die man schon gemacht hat. Also wenn ich jetzt einen Weg gehe, den ich schon mal gegangen bin, schneide ich das einfach raus. So habe ich es bisher immer gemacht bei meinen Let's Plays. Deswegen, ja, würde ich sagen, dass wir gar nicht mal so viel, dass ich so viel rausschneiden muss. Ich kann ja mal ein bisschen auch mit euch so rumsegeln, wenn ihr wollt. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, was ihr... Oder ob ihr das überhaupt wollt, dass wir auch mal Folgen haben, wo ich einfach nur so ein paar Inseln erkunde, wo ich den gesamten Weg dann zeige, wie man von Insel zu Insel segelt. Dabei kann man ja über die alten Zelda-Teile schwärmen oder so und ein bisschen erzählen. Wenn ihr wollt, kann ich das gerne machen. Wird natürlich jetzt nicht in den... Doch, in der nächsten Folge segeln wir natürlich auch, aber nicht so, sagen wir mal, nicht ohne Antrieb. Denn wir wissen ganz genau, wo wir hin müssen, nämlich, zack, hier unten hin. Aber das ist ja auch eine Weile von Draconia bis nach da unten, ne? Ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf Draconia wieder, denn ja, wie gesagt, den Weg haben wir schon mal zurückgelegt. Und von dort aus geht's dann nach... wo wird's denn wohl hingehen? Ja, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.